Okay, herzlich willkommen. Ich habe eine Übung für euch. Und sie heißt, wenn ich Premierminister wäre. Vilja, möchtest du anfangen? Ja, klar. Okay, wo ich herkomme, ist jeder willkommen. Egal welche Nationalität. Und wenn ich Premierminister wäre, dann würde ich dafür stehen. Stadtzentrum eine große Explosion. Wir setzen alle Aktivitäten aus, bis wir mehr Informationen haben, okay? Hi, ich bin von der Osloer Polizei. Sie haben von der Bombe in der Stadt gehört? Ja. Ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Eigentlich kann ich erst Ihren Ausweis sehen? Ja, sicher. Was war das? Lauf, lauf, Toye, na los! Mittlerweile sieht das Ganze nach einem koordinierten Schusswaffen- und Bombenanschlag aus. In welchen Ländern waren die Sicherheitsbehörden? Wo ist William? Etwas ist verdammt schiefgelaufen. Wir müssen herausfinden, was. Denn nur so können wir das alles überstehen. Ich will, dass er sieht, was er angerichtet hat. Ich will ihn besiegen, mehr nicht. Dann ist das vielleicht eine Chance. Der Mann, den Sie verhaftet haben, er hat nach mir gefragt. Wieso? Es gibt Zeugen, die ich ins Kreuzverhör nehmen muss. Norwegen steht nicht vor Gericht, sondern Sie. Sind Sie sich da wirklich sicher? Ich will einfach nur nicht schwach sein. Nicht vor ihm. Auch wenn du schwach bist, kannst du stark sein. Das weißt du, oder? Ich habe noch Hoffnung. Träume, Familie und Freunde. Ich habe überlebt.